Hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch in H1Z1 unterwegs. Ich habe meinen Blaubeersnack zu mir genommen und wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Ja, meine Energiewerte sind jetzt soweit okay. Ich habe auch keine Blaubeeren mehr bei mir. Nein, Blaubeeren. Was habe ich bloß immer mit den Blaubeeren? Blackberries? Also Johannisbeeren, Brombeeren oder wie auch immer. Gut, hier vorne steht immer noch der wunderbare Jeep, aber bevor ich jetzt die ganze Stadt durchsuche nach dieser einen blöden Zündkerze oder was auch immer mir da fehlt, walk ich lieber noch ein Stück weiter. Das Spannende ist mit dem Weiterwalken, werden wir sehen. Auf geht's. Gucken, wo wir hier sind. Keinerlei interessanter Sachen zu sehen. Ah, da ist immer noch ein Reh. Dann suche ich mir mal gerade noch zu schnappen. Vielleicht kriegen wir ja mal die Gelegenheit. Ich habe nämlich, achso, ist schon wieder weg. Ich hatte aus dem letzten Reh was bekommen. Konnte ich mir mit Stoff zusammen so ein Sekret machen, dass ich den Duft habe. So in etwa habe ich das zumindest jetzt mal verstanden, aber es ist jetzt schon gar nicht mehr aktuell. Ich hatte das gleich benutzt. Es hielt nur ein paar Minuten. Ja, auf die Entfernung treffe ich das nicht. Ah, okay. Schoss doch gerade wer? Oder schoss der auf uns oder schoss der aufs Reh? Bin ich jetzt paranoid? Ich habe doch einen Bogenschuss gehört. Gibt's doch nicht. War das jetzt nur ein Bug oder? Ich bin verwirrt. Vielleicht träume ich auch schon. Aber ich werde mir das Video hier angucken, um ganz sicher zu sein. Gesehen habe ich auf jeden Fall niemanden. Ein Hase. Davon habe ich auch noch nie einen erlegt. Immer noch ein bisschen irritiert. Was soll's? Wir machen erstmal weiter. Ah ja, gleich da drüben gibt es auch neue Häuser. Oder war ich da schon? Bin ich jetzt quasi wieder zurückgelaufen? Ja, weiß ich jetzt auch gar nicht. Frage. Ich muss mal einmal oben reingucken. Ja, die Karte hier verwirrt mich. Nee, also hier scheint ja schon irgendwer zu wohnen. Ach, da vorne wird jemand von einem Wolf gejagt. Wie spannend. Fast eher das Gefühl, dass ich von einem Wolf gejagt werde. Ich habe hier eben wen gesehen, da hinten. Geräuschkulisse hier gerade. Mann, ich mache mir gleich ins Hemdchen. Der Wolf, der jagt jemand oder was? Und nicht mich, wie es aussieht. Komm, wir helfen ihm mal. Renn weg, da ist ein Wolf. Renn weg, ich hab den eingesperrt. Ach, mach mal kalt den Wolf. Hat er eingesperrt, ja, echt cool. So. Wolf erledigt, wenigstens etwas. Also ihr seht,
deutschsprachiger Server. Sehr viel besser für mich. Obwohl ich letztlich ein cooles Video gesehen habe, wo ein Amerikaner das richtig so als Rollenspiel gemacht hat, aber na gut. Das kam auch extrem cool. Gut. Hat er schlau gelöst mit dem Wolf, ne? Auf diesem Server legt man sich halt weniger mit Tieren an, wenn man nicht muss. Sage ich jetzt mal so. Hat mich auch gleich nett vorgewarnt. Hätte mich auch hier in den Tod laufen lassen können. Oh, Mann, ich habe mich irgendwie eben bei diesem einen Gejaule richtig erschreckt, oder? Haben wir da drüben haben wir einen Zombie. Also ihr seht, nicht jeder Spieler muss der Feind sein. Aber die meisten wollen halt der Feind sein. Zumindest so in meinen Erfahrungen. Hinten haben wir einen Brunnen. Ich weiß gar nicht, ob ich leere Wasserflaschen habe. Da werde ich gleich mal gucken. Die Entfernung trifft man nichts. Jumping. Lauf doch, du blödes Vieh. Schnellen Durchblick. Ja, schon wieder alles geplündert hier. Stagnant Water. Erkenne ich inzwischen an dem grünen Deckel. Bisschen lernfähig bin ich hier auch. Okay, genau. Ich wollte gucken, ob ich leere Wasserflaschen habe. Ne, ich habe eine gefüllte. Muss jetzt auch noch nicht trinken. Dann nehmen wir die erstmal mit. Da hinten habe ich eben eine Kirche entdeckt in der Entfernung. Nix, da ist nix. Ich suche ja immer auch noch nebenbei nach diesen Zündkerzen. Dann hätte ich sie schon mal in der Tasche. Ob ich die dann auch mal irgendwo reinstecken kann. Entschuldigen, wie darf ich mal meine Zündkerzen irgendwie reinstecken? Ja. Schon schwierig. Aber ich hätte sie halt gerne. So als Komplettset für den Jeep. Hilft mir natürlich nichts, wenn ich dann wahrscheinlich wieder keinen Jeep finde. Blick in ein Auto rein. Gut, also es gibt noch keinen Grund, mich zu beschweren. Ich habe einen Bogen, ich habe eine Axt. Das heißt, ich kann also soweit für Essen und Holz sorgen, für eine Feuerstelle. Ich kann mich grob ausrüsten. Und ein kleiner Fehler kann das natürlich alles wieder rückgängig machen oder ein überlegener Spieler. Das ist schon immer ein Problem hier. Aber wir hoffen erstmal das Beste und gehen mal zur Kirche. Eben den Namen von dem Spieler gar nicht gesehen. Ich mag jetzt mal ganz gerne, mir die zu merken. Oh, hier war irgendwer. Zombies sind tot. Leuchtfackel ist ausgelegt. Nicht nur eine Leuchtfackel, sondern auch noch ein Lotsack. Wurde hier wer getötet? Er ist nur ein Branch. Abend. Friendly. Ja, alles klar. Ich wollte auch nur mal Ja, bin reinschauen. hier. Jo, alles klar. Ja, wir sind zu. Wir sind Bitte zu dritt, willst du mit uns anschließen. spielen? Ne, ist alles gut. Ich schau mal nur ein bisschen durch. Ja, vielleicht komme ich nachher noch mal rum. Ja, also wir werden hier bleiben. Du bist mal der erste freundliche Deutsche, der nicht direkt schießt. Ja, ich habe ja auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Aber nein, erst sprechen, dann schießen, ne? Ja, klar. Alles klar, ich schau mich mal noch ein bisschen um. Macht's gut. Jo. Ja, Jo. tschö. Tschüss. Ja, da wäre jetzt ein Schuss auch wahrscheinlich mein Tod gewesen, weil selbst wenn ich einen von den Jungs erledigt hätte, ne, die waren zu dritt. Da hinten läuft noch wer. Ja, da sieht man schon so dieses Grundverhalten, der geht erst rückwärts, sondiert die Lage, der will gar nicht oder hat noch nichts, um Krieg zu führen. Dann müssen wir eben ja auch nichts tun. Ich werde jetzt hier auf Teufel komm raus keinem Spieler nachrennen ohne Grund. Ein Spieler mit Rucksack, der wäre vielleicht gefährdet, dass ich es riskieren würde. Weil der mir selbst ja auch noch fehlt. Aber auch nett die Einladung eben zum Mitspielen. Ich meine,
Fand ich ganz cool. Vielleicht hätte ich den Jungs sagen sollen, dass ich ein Let's Play aufnehme. Hätten sie auch mal im Channel vorbeischauen können. Muss ich eigentlich zurückgehen und fragen, ob ich ihre Stimmen ausstrahlen darf? Schwierig. Nein, soll wohl in Ordnung gehen. Okay, nichts Interessantes drin. Ich würde jetzt ganz gerne mal hier... So, ich habe gar kein Zubehör, um ein Feuer anzumachen, oder? Nee, nicht wirklich. Stoff brauche ich, glaube ich. Und ich habe schon nichts mehr, was ich ausziehen kann. Na ja, gut, zu dritt werden die ja nicht so große Probleme kriegen, wenn da unfreundliche Spieler vorbeikommen. Ich meine, dann mag mal einer von sterben, aber... Der findet dann ja vielleicht den Weg auch zurück. Die Map ist noch überschaubar. Magnum und ich, wir finden uns ja auch immer wieder. Wir hatten ja auch gerade so eine Todessträhne. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder ob wir das schon ausgestrahlt haben, aber es war so. Okay, da haben wir einen neuen potenziellen Gegner. Ob ein Gegner sein will, sehen wir dann. Nein. Und der läuft eigentlich friedlich seiner Wege oder vor uns weg, wie auch immer. Ja, ist doch cool. Lasst ihr mich in Ruhe, lasse ich euch in Ruhe. Lustig, dass die beiden gleich Englisch gesprochen hatten oder der eine da eben in dem Lager. Das mache ich komischerweise auch immer. Man ist noch so ein bisschen auf diesem US-Trend mit dem Friendly. Ich meine, klar kann auf einem europäischen Server, auch wenn er Dortmund heißt, auch ein nicht deutschsprachiger Spieler sein, aber... Ja. Ja, hier wird er ja wahrscheinlich eben schon reingeguckt haben. Hat nichts zu holen in der Hütte. Das sieht auch wieder irgendwie interessant aus. Da um die Kurve geht es irgendwie rum. Irgendwo hin. Schauen wir doch mal. Ja, ihr merkt vielleicht, ich laufe hier nicht mehr in der Third Person rum. Das liegt daran, dass ich in der Third Person, also mit dem Bogen, überhaupt nicht treffe. Selbst in dieser Perspektive treffe ich nicht viel, aber habe zumindest eine reelle Chance, dass der Pfeil da auch ankommt, wo er hin soll. Also zumindest die Richtung. Und in der Third Person kriege ich irgendwie gar keinen Pfeil anständig raus. Darum... jetzt auf meinen Astralkörper hier verzichten. Ich kann ja für alle, die ihn vermissen, schon mal einmal zwischendurch einblenden. Ihr seht auch, ich habe auch kein besonderes T-Shirt an. Das ist mehr so ein Unterhemd. Weich, verbleichtes, verwaschenes oder wie auch immer. Ja. Irgendwie immer wieder die gleichen Ecken, die wir kommen. Die gleichen Geschäfte. Also das ist ja für mich immer noch ein Problem. So rein optisch bietet das Spiel nicht genug Abwechslung. Klar unterscheiden die sich alle, also das will ich jetzt mal gar nicht behaupten, dass da kein Unterschied ist, aber er ist für mich zu gering. Okay. Nichts zu holen. Einmal die Tür zu, können wir mal in Ruhe loten. Eine Sonnenbrille brauche ich nicht. Kühlschrank ist leer. Bin mir bei diesen Schränken mal nicht sicher, ob ich in die alle einzeln reingucken muss. Aber die haben eine einzelne grüne Umrahmung. Naja, gut. Sei es drum. Nochmal stille Örtchen gehen. Okay. So viel dazu. Im ersten Blick sehe ich, da hinten ist eine Siedlung und da läuft auch irgendwer oder irgendwas. Ah, da kommt auch wer. Guten Abend. Weißt du, wo die Map ist? Nee, keine Ahnung. Oh, danke. Ja, manchmal gibt es hier genauso Map-Teile. Hat der Magnum mich auch darauf hingewiesen. Mich da mal ein bisschen orientieren kann, da ich aber immer orientierungslos durch die Gegend laufe. Ist das für mich bisher nicht so wichtig gewesen. So. Wenn man natürlich Freunde sucht, ist das gut. Wenn ich gleich mal eine finde. Ja, mal eben einen Pfeilschuss zu hören. Und wieder. Okay, da kämpft er mit dem Zombie. Hallo, Bro. Hallo. Ist Deutsch, ne? Ja. Und, wie läuft's? Oh, geht so. Oh. Habe ich nur das Gefühl, oder ist der Loot irgendwie weniger geworden? Ich habe auch absolut kein Glück. Ich finde hier fast gar nichts. Pass auf, komm mal mit, ich hab was für dich. Dort liegt nämlich eine Machete. Echt? Ja, cool.
Ja, ne, nicht in diesem Haus, dann ist es im dem hier. Dort vorne. Eine Machete nehmen wir doch mit. In, entweder in dem, da vor, hier vorne, wo wir gerade drinnen, oder in dem links von uns ist eine Machete. Kannst du taken. Alles klar, ich schau mal. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber liegt dort. Ach, alles erstmal gut. Danke dir. Jo. So. Ja, richtig nette Leute hier. Ich bin ja ganz verwundert. Ich habe bisher nur auf die Fresse gekriegt hier auf dem Server. Wie ja die drei Jungs da eben auch bestätigt haben. So, eine Machete. Wo ist eine Machete? Hier sehe ich keine. Ja, also wenn ihr auf dem PvP-Server seid, sagt einfach mal Hallo oder irgendwas. Ne, also die meisten wollen ja auch nur sich verteidigen. Cool. Ich habe ja die Axt und bin jetzt auf eine Machete gar nicht angewiesen, aber ich bin auch immer ein bisschen gierig. Mit dem Haus ist nichts. Hm. Ja, ich dachte, ihr könntet jetzt hier im laufenden Bande zugucken, wie ich voll auf die Mappe kriege, aber bisher sind die alle ganz handsam hier. Bist ein Deutscher, hat er gefragt. Wenn ich Nein gesagt hätte, hätte ich vielleicht einen Pfeil abgekriegt. Ha! Immer diese Rassisten. Mensch, stehen Zombies? Okay. Habe ich gerade Schritte gehört? Ah, du schon wieder. Ja, da drin ist nichts. Hab nichts gefunden. Ah, die Häuser sind irgendwie alle leer. Nö, nee, also, vorher wie ich gespielt habe, ich meine, sowas findet man halt auch nicht alle Tage. Und davon habe ich vier gefunden in den Häusern hier. Nur die hier stehen. Wahnsinn. Aber keine Munition wahrscheinlich. Nein. Ja, richtig. Ja, und in den Waldhütten dort vorne, wenn du dort in den Wald rennst, dort immer reingehen. Also da liegt bis der meiste Loot, den ich hier gefunden habe. So mit vier Waffen halt, alle ohne Muni, 30 Hunting Rifles Muni und sowas. Da liegt echt krasses Zeug. Echt nice, ja, dann werde ich auch mal mehr in den Wald gehen und weniger auf der Straße rumlaufen, ne? Naja, Straße ist so sowieso schlecht. So, ich bin wie, keine Ahnung, Wald, Hütten, Bombe. Alles klar, ich werde es mir merken, danke dir. Jo, nicht schlecht. Ich meine, ich tue ja manchmal so ein bisschen, als ob ich ganz neu wäre. Ich bin ja auch immer der Meinung, dass man in irgendwelchen Waldhütten die coolsten Sachen findet. Aber das Problem ist, die Waldhütten zu finden. Häuser an der Straße findet jeder. Häuser im Wald findet man halt mehr zufällig. Und ja, das Spiel ist ja manchmal schon etwas monoton. Und wenn ich jetzt natürlich nur noch durchs Grüne renne, dann glaube ich, kriege ich von euch ratzfatz hier Ärger. Arr, ein Zombie im Nichts. Zack. Oh Mann. Ich und mein Bogentalent. Näher kommen ist es immer sehr viel einfacher. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Stoff aus dem raus. Ah, er hat was gelotet. Also was verloren. Munition, nicht schlecht. Zwei Kugeln. Ist jetzt kein Highlight, aber ein Anfang. Ja, also ich bin verwundert. Leute, Daumen hoch für die Spieler hier auf dem PvP-Server Dortmund. Ihr seid echt bisher sehr entspannt und nett. Steht ein Polizeiauto einfach im Nichts. Ist da einer drin? Ist hier einer abgestellt? Ja, muss ich jetzt mal einsteigen. Keine Ersatzteile. Wenn jetzt hier wenigstens diese Sparkplugs, das ist nämlich das, was mir fehlt, drin gewesen wären. Ah ne, dann hätten die anderen Teile ja auch nicht gepasst. Nein, hätte alles nichts gebracht. Okay. Ah, hier wankt noch so ein Zombie rum. Ja, mach locker. Boah. Gleich erledigt. Super. Haha. Okay. Das hier sah nämlich jetzt irgendwie interessant aus. Deswegen wollte ich eigentlich nur gucken. Aber es ist, glaube ich, nur. Okay. Das war nur die Beleuchtung so einer grafischen Ecke, die mir da ins Auge gestochen ist. Nur, was soll's. Ja. Okay. Ich glaube, ich kampiere diese Nacht mal unter der Brücke. Ich
Ich muss unbedingt was zu essen an den Start kriegen. Ja, haben wieder die 20 Minuten rum. Ein bisschen was gab es zu sehen. Viele nette Spieler gab es zu sehen. Also wie gesagt, hier nochmal einen netten Gruß an euch. Falls ihr hier durch Zufall mal drüber schaut. War interessant, war lustig. Ja, und ansonsten sage ich mal, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, würde es mich freuen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich besonders. Und wenn ihr mögt, schaut mal wieder rein. Ich sage erstmal ciao, bis die Nächte.